Hallo, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Digifernunterricht. Wie ihr hier seht, geht es in dieser Folge um informelles Lernen. Ich werde erklären, was informelles Lernen ist und welche Bedeutung es im digitalen Fernunterricht hat. Zuerst möchte ich mit diesem Tweet einsteigen. Axel Kromme bezieht sich hier auf das Ministerium von Rheinland-Pfalz, das sagt, Schülerinnen und Schüler müssten die Kleidung so wählen, als wären sie im Unterricht vor Ort, also ein bisschen aufgebrezelt in die Videokonferenz erscheinen, was recht amüsant ist. Auch Axel macht hier einen kleinen Scherz drüber und ich kann jetzt hier mal zeigen, wie so die Realität aussieht in meinen Videokonferenzen. Also bei einigen Schülerinnen und Schülern kann ich gar nicht abschätzen, ob sie so auch im Unterricht erscheinen würden. Andere sind einfach in ihren Zimmern zu Hause, müssen sich teilweise auch zurückziehen in andere Räume. Und jetzt da, ich trage sogar ausnahmsweise ein Hemd, aber ich bin auch, da durfte ich noch in mein Unibüro, das darf ich mittlerweile nicht mehr. Oft trage ich jetzt einfach T-Shirt, was ich in der Schule nicht so oft tue. Von daher ist so ein bisschen die Frage, was denn wirklich der Sinn davon wäre, jetzt hier eine formale Vorgabe zu machen in Bezug auf die Kleidung. Es wäre auch so ein bisschen die Frage, ist nicht gerade eine sehr informelle Situation, wenn wir alle bei uns in unseren privaten Räumlichkeiten am Arbeiten sind? Warum sollten wir so tun, als wäre es nicht so? Also das Ganze ist schon recht informell geworden. Wenn man sich überlegt, was informelles Lernen ist, dann kann man sich mal fragen, wie lernen junge Menschen die Dinge, die nicht Schulfächer sind? Also sich zu schminken, Computerspiele zu spielen. Wie lernen sie Tanzbewegungen? Wie lernen sie, wie man auf TikTok oder Instagram viele Likes bekommt mit dem, was man macht? Und die Antwort darauf ist, das lernen sie informell. Ein bisschen vorauszublicken. Das heißt, erstens, sie lernen es sehr häufig an ihren Smartphones, indem sie dort lurken. Das heißt, sie schauen bei anderen, wie machen dies und ahmen das dann nach. Und zweitens, indem sie mit ihren Peers, das sind die Freundinnen und Freunde, Kolleginnen und Kollegen, darüber sprechen und sich sozial auch darüber auf dem Laufenden halten, was ankommt, was man tun sollte, wie man das tun sollte. Also Schminken ist ja auch eine sehr lokale, sehr soziale Kulturpraxis. Es ist, wie man sich jetzt hier in Zürich schminkt, ist vielleicht sogar von Schule zu Schule unterschiedlich. Und das muss man also in diesem sozialen Kontext, in dem man sich befindet, lernen, genauso wie das mit, ist es mit den Computerspielen und mit dem Tanzen und so weiter. Und die Hausaufgaben richtig zu machen, das lernen sie halt häufig auch so. Also sie lernen es in einem sozialen Kontext, bei der die Lehrkraft natürlich schon auch eine Rolle spielt. Also was heißt denn genau richtig? Also das müsste schon so sein, dass man keinen Ärger bekommt. Aber es kann durchaus sein, dass es bei der einen Lehrkraft gut geht, dass man in der Pause vorher die Aufgabe noch schnell abschreibt. Bei der anderen kann man einfach sagen, sorry, hatte keine Zeit, habe es nicht gemacht und die Lehrkraft ist dann irgendwie nett und geht darauf ein, dann hat man es auch irgendwie richtig gemacht. Und bei anderen muss man wirklich zu Hause sich hinsetzen, es geht nicht anders und dann lernt man das auch informell, was heißt eigentlich die Hausaufgaben richtig zu machen. Also informelle Lernerfahrungen sind überall. Abspielt und da genau hinzusehen, was da läuft, hilft auch zu verstehen, was informelles Lernen ist. Deshalb zwei kurze Beispiele. Das eine ist, wir haben hier einen Fußballchat vom Fußballteam und was da passiert ist, dass die Jugendlichen oder Kinder so mit 11, 12 beginnen selber daran teilzunehmen und richtig ist, was funktioniert, ist so das Motto. Das heißt, wenn Sie als Kommunikationsteilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Absichten so ausdrücken können, dass die anderen Personen so darauf reagieren, wie sie das erwarten, Kommunikation Erfolg gehabt. Und ob sie jetzt dafür Sprachnachrichten oder GIFs, Kommunikationseinsätzen, das ist letztlich nicht relevant, weil es auch gar keine Regeln gibt. Also es gibt hier nicht die Lehrkraft, die sagt, das darfst du nicht, also Sprachnachrichten, das ist irgendwie nicht erlaubt, sondern
Entscheidend ist die Reaktion der anderen Person. Wenn sie einfach die Sprachnachricht nicht anhört, dann ist deutlich, okay, das funktioniert jetzt in dem Fall nicht oder bei der Person funktioniert es nicht, ich muss es ein bisschen anders machen. Jetzt, sehr viel kreativer ist TikTok und da kann man auch sehr schön zeigen, was das letztlich bewirkt hat. Also TikTok ist eine digitale Plattform, auf der solche Videobeiträge ausgetauscht werden. Es gibt ganz viele Challenges, also Vorschläge, wie man diese Videos gestalten könnte. Das jetzt sind freie, kreative Formate. Das erste erzählt eine kleine Geschichte, die wir uns jetzt gleich anschauen. Wahrscheinlich hört ihr den Ton nicht und hört jetzt nur mich, aber ihr seht, dass die zwei Frauen eine Erdnuss gekauft haben, die sie jetzt verspeisen. Dahinter liegt einfach ein Song. Und dasselbe ist auch hier der Fall. Also da hat Musik dahinter. Und wir sehen diesen jungen Mann, wie er jetzt hier dieses Kunststück, wie er dieses Kunststück vorführt. Und entscheidend ist jetzt hier auch, wie das Handy gehalten wird. Und das ist dann letztlich der Grund, weshalb TikTok eine Revolution ist. Also was die New York Times hier gemeint hat, ist, dass TikTok, ich werde den Beitrag unten verlinken, dass TikTok ein soziales Netzwerk ist, das nicht mehr auf meinem sozialen Umfeld beruht, sondern auf Inhalten. Also ich sehe das, was mir entspricht, was mir gefallen könnte, und zwar sehe ich es endlos. Also ich kann TikTok benutzen, um meine Zeit zu füllen. Wenn ich nicht weiß, was tun, dann kann ich einfach TikTok anschauen. Und das ist wie Fernsehen in den letzten 30 Jahren, das hört einfach nicht mehr auf. Seit der Privatfernsehzeit, also ich kann Fernsehen laufen lassen und so kann ich auch TikTok laufen lassen. Und es ist Infinite Scroll heißt das, also es gibt kein Ende, ich kann es nie zu Ende sehen, TikTok. Und der zweite Grund, was es neu macht, ist, es zeigt, dass die Video-Orientierung, das ist Ex-Casey, dieser Cartoon, dass man lange Zeit gesagt hat, wie er richtige Videos aufnimmt, muss das Smartphone so rumhalten. Wer das jetzt nicht so rumhält oder vielleicht sogar so rum, der versteht einfach nicht, wie Videos funktionieren, weil man die Ansicht hatte, dass Videos auf Bildschirmen, die Querformat haben, angeschaut werden, also auf Fernsehern oder auf Laptops. Und das hat sich jetzt durch TikTok geändert. Die richtige Art, heute ein Video aufzunehmen und eigentlich ist schon dieser YouTube-Kanal ist sehr oldschool, weil ich das Video noch Querformat aufnehme. Heute werden sehr viele Videos so aufgenommen. Also wenn ihr an Instagram Stories denkt oder eben auch an TikTok, also vertikale Videos sind nicht falsch. Früher hat man, wie gesagt, wenn du es so machst, machst du es falsch, sondern so macht man es heute richtig. Und das heißt, das informelle Lernen junger Menschen hat dazu geführt, dass es eine neue Norm gibt, wie man heute Videos dreht, nämlich Hochformat und nicht mehr Querformat. Warum? Weil man sie auch auf diesen Bildschirmen anschaut, Hochformat und nicht Querformat. Dass dereinst Videos diagonal gedreht werden, das ist ein kleiner Scherz hier, also das müsst ihr nicht ernst nehmen, das ist wirklich nur, wie könnte es noch weitergehen? Natürlich könnte es weitergehen, dass sie wieder zurückgehen oder ganz andere Geräte benutzen, die wieder andere Bildschirme haben. Das werden so ein bisschen das Ergebnis dieses Teils. Also richtig ist, was funktioniert und die Jugendlichen durch ihr informelles Lernen lernen sie Normen kennen und entwickeln auch Normen für Praktiken, die jetzt meine Generation vielleicht gar nicht kennt, weil wir kein TikTok machen, weil wir nicht Kultur über ein Handy wahrnehmen primär, ist uns das etwas fremd und so machen die Jugendlichen dann letztlich auch die Normen für uns. Und das führt dann immer so ein bisschen zu Konflikten, wenn wir gewisse formale Techniken gelernt haben und es wird deutlich bei Jugendlichen, die haben keine Verwendung mehr oder die Normen haben sich geändert. Also ein Beispiel, das sehr viele Menschen wütend macht, ist das Telefonieren. Also sie haben gelernt, in ihrer Sozialisation, wenn man wirklich etwas von jemandem will, dann ruft man die Person an. Und heute ist es unhöflich geworden, jemanden cold anzurufen. Cold heißt ohne abzusprechen, wir telefonieren dann. Und Menschen, die merken, dass das, was sie tun, jetzt unhöflich geworden sind, werden dann geworden ist, werden dann verärgert und finden das mühsam, weil sie sich ja überwinden mussten, um wirklich diese formale Technik zu lernen. Ganz ähnlich ist, wer ohne Emojis chattet,
wirkt sehr kalt, gefühllos und das ist gar nicht so gemeint. Also wenn ich chatte, benutze ich keine Emojis in der Regel und merke dann, das kommt bei anderen gar nicht so an, wie ich es gemeint habe. Und so hat sich diese Norm auch verändert. Lange Zeit waren Emojis etwas Spielerisches, etwas Unnötiges, Überflüssiges. Es ist heute nicht mehr so, sondern wer wirklich kompetent chatten will, muss Emojis benutzen. Wer kompetent telefonieren will, muss vorgängig einen Termin vereinbaren über digitale Kommunikation. Jetzt komme ich nochmal zum informellen Lernen zurück und zeige, dass es etwas Soziales und Mediales ist. Dieses Mediale haben wir schon etwas gesehen und zeige jetzt eine Gegenüberstellung zwischen formellem und informellem Lernen. Also auf der linken Seite haben wir das formelle Lernen, vielleicht auch formale Lernen in der Schule, wo Lernergebnisse bewertet werden, wo es bestimmte Normen gibt. Normen heißt schon nur einmal, es ist klar, was richtig und was falsch ist. Es ist klar, wann gewisse Stunden stattfinden. Es gibt einen vorgegebenen Rhythmus. Es gibt gewisse Interaktionsformen, die normiert sind. Man lernt in einer Klasse und man lernt, weil man dazu auch gezwungen ist oder eine Schulpflicht hat, die man einhalten muss. Während bei informellem Lernen die Praxis darüber entscheidet, ob das Lernen erfolgreich war. Das heißt, wenn das so wirkt oder so funktioniert, wie ich möchte, dass es funktioniert, dann habe ich erfolgreich gelernt. Das merke ich selber und ich brauche niemanden, der mir sagen muss, das ist jetzt eine 2 in Deutschland oder eine 5 in der Schweiz, das hast du gut gemacht, sondern das merke ich ja selber. Informelles Lernen wird stark durch Aufmerksamkeit gesteuert, durch meine Aufmerksamkeit als Lernender, aber auch durch die Aufmerksamkeit anderer für meinen Lernprozess. Natürlich gibt es auch Normen, aber die sind nicht primär, sondern eher sekundär. Ich lerne in einem Lernnetzwerk oder in einer Community of Practice, das ist dieses COP, also mit anderen Menschen, die dasselbe tun wie ich. Also wenn ich ein Skater bin, dann lerne ich mit meinen Skate-Buddies, das ist dann meine Community of Practice. Mein Lernnetzwerk sind vielleicht auch Menschen, die ich im Internet abonniert habe, wenn ich die Skater-Instagram-Kanäle anschaue von Leuten, die ich nicht kenne, aber die vielleicht auch zeigen, wie kann man jetzt gewisse Tricks machen oder das Skateboard richtig zusammenschrauben oder sowas. Und das Lernen ist passion-driven, das heißt, wenn ich keine Lust mehr habe, dann höre ich auf zu lernen. Und was jetzt im digitalen Fernunterricht passiert, ist, dass diese Lernpraktiken so verschränkt werden. Also wir hatten eigentlich den Ort des informellen Lernens, das ist das Zimmer der Schülerinnen und Schüler, der Jugendlichen, ihr Schlafzimmer, ihr privater Raum. Dort lernen sie informell in der Regel. Sie bereiten sich zwar vielleicht auch für die Schule vor, aber die Schule ist der Ort, wo dann formelles Lernen stattfindet. Und jetzt findet eigentlich das teilweise formelle Lernen an einem Ort statt, wo der für das informelle Lernen reserviert war. Lernen und Lernen kann man so unterscheiden. Das mag ich, dieses Lernen in der Schule. Das formelle Lernen ist eigentlich Lernen in Anführungs- und Schlusszeichen, weil es eigentlich bedeutet, sich auf eine Prüfung vorzubereiten, sich auf eine Bewertungssituation vorzubereiten, ein Zertifikat zu bekommen, während Lernen ohne Anführungs- und Schlusszeichen ein Kompetenzerwerb ist, der mir sinnvoll erscheint. Also ich lerne etwas, bei dem ich auch weiß, weshalb ich es lernen möchte. Und das kann man so unterscheiden. Also man kann dann sagen, das formelle Lernen ist Lernen in Anführungs- und Schlusszeichen, während das informelle Lernen das eigentliche Lernen ist. In der Regel funktioniert Unterricht so, dass es eine Phase von Präsenzlernen gibt und dann eine Zwischenphase von Netzlernen. Dieses Netzlernen, dem könnte man auch Hausaufgaben sagen. Und es ist klar für alle Jugendlichen, dass sie ihr Handy für die Hausaufgaben benutzen, auch wenn Lehrkräfte das vielleicht nicht so wirklich wahrhaben wollen. Aber es gibt Phasen, da ist man im Schulzimmer und dann Phasen oberhalb, da ist man im Netz, da ist man vielleicht auch alleine. Und entscheidend ist jetzt, dass durch einen sozialen Zusammenhalt diese beiden Phasen überbrückt werden. Also wenn ich nach Hause komme als Schüler und ich weiß nicht mehr genau, was die Hausaufgaben machen, dann werfe ich mein Handy an, gehe in den Klassenchat, frage da mal, was waren die Hausaufgaben für Mathe schon wieder? Dann schreibt jemand, du musst Seite 3, da musst du die Aufgabe 13 und 14 lösen. Dann kann ich sagen, hat es jemand schon gemacht? Das ist jetzt total schwierig, hat ihr die Lösungen und so weiter. Also es ist sozial moderiert durch eine informelle Lernpraxis, die dazwischen steht.
Und dasselbe ist auch in der Schule. Also bevor man dann ins Klassenzimmer geht, gibt es diesen informellen Austausch auf dem Schulhausflur, dass man wie sagt, ah, was muss eine Mathe schon wieder machen? Hast du das verstanden? Ich habe die Aufgaben nicht gemacht. Was soll ich sagen? Kann ich noch schnell abschreiben und so weiter? Also es gibt immer wieder dazwischen geschobene informelle Phasen beim Lernen, die ganz stark sozial moderiert sind. Ich weiß auch, wer in der Klasse die Aufgaben gut gemacht hat, wer mir auch zuverlässig sagen kann, was ich wirklich tun sollte. Und das fällt jetzt eigentlich weg, indem wir eigentlich den unteren grünen Bereich gestrichen haben und der jetzt auch eine Form von Netzlernen ist, gibt es diesen Wechsel nicht mehr und es gibt nur noch rein virtuell diese informellen Austauschphasen. Es gibt die nicht mehr vor Ort. Es gibt die auch nicht mehr für alle Schülerinnen und Schüler, die vielleicht nicht so gut eingebunden sind, haben diese Lernphasen nicht mehr. Das wäre so ein bisschen das Fazit, dass informelles Lernen stark sozial und medial geprägt ist. Und das kann man sich jetzt auch hier nochmal vor Augen halten, die Stärke dieser Effekte. Es gibt dieses paradoxe Wischkompetenz oder das Digital Native Problem. Menschen, die sich nicht sozial mit Medien auseinandersetzen, sind dann häufig erstaunt, wenn sie unterrichten und dann sagen sie, ich habe Ihnen jetzt gezeigt, wie man bei Word Formatvorlagen einsetzt und jetzt habe ich das schon dreimal erklärt, Sie verstehen es immer noch nicht. Aber die sind doch ständig am Handy und an ihren digitalen Geräten und die können ja gar nichts. Und Spitzer hat dann einmal gesagt, das ist einfach nur Wischkompetenz, also das ist so eine Art belächelnde Vorstellung, dass das, was man am Handy tut, gar keine wirkliche Kompetenz ist, weil die sich halt nicht umlegen lässt auf diese formellen Kompetenzen wie Word-Formatvorlagen. Jetzt, warum ist es so? Es ist so, weil das informelle Lernen sich nur auf sozial relevante Fragen bezieht. Also ich lerne dort, wo es für mein soziales Leben bedeutsam ist, wo ich Anerkennung bekomme, wo ich Aufmerksamkeit bekomme, wo ich merke, andere nehmen wahr, dass ich kompetent bin in einem bestimmten Bereich. Und wenn ich jetzt Formatvorlagen total gut kann, dann kann ich niemanden damit beeindrucken. Also ich kann nicht mal nach draußen gehen oder in meinen Klassenchat und sagen, hey, schaut mal dieses Word-Dokument an, ich habe da hammerharte Formatvorlagen eingesetzt. Das interessiert schlicht niemanden. Und deshalb funktioniert diese Umlage nicht, weil das eine Lernen sozial eingebunden ist, das ist auch in die mediale Alltagspraxis eingebunden, also es ist das, was ich gerne mache, was ich regelmäßig mache. Das andere Lernen ist weder sozial eingebunden, noch hat es für mich als Lernende eine Bedeutung. Und da braucht es dann natürlich viel mehr Kontrolle, viel mehr Druck, viel mehr Zwang, damit dieses Lernen stattfindet, weil es ja sich nicht aus sich selbst entwickelt. Also das Paradox erscheint nur dann paradox, wenn man nicht sieht, wie informelles Lernen und formelles Lernen oder formales Lernen funktionieren. Das heißt im Ergebnis auch, dass Jugendliche oft gar nicht wissen, wie sie lernen und sie empfinden das, was sie sozial und medial tun, gar nicht als Lernen, sondern sie denken, das ist Zeitvertrieb, das ist das, was ich gerne mache. Und sie kennen nur das formale Lernen aus der Schule, das man dann eben in Anführungs- und Schlusszeichen betrachten müsste. Ja, das ist dann die Schlussfrage, darum geht es ja eigentlich. Was macht das jetzt mit diesem digitalen Fernunterricht? Da habe ich ein paar Punkte notiert. Und zwar denke ich oft, wenn ich in diese Videokonferenzen reinkomme, also ich habe mir angewöhnt, jetzt in den ersten Wochen vielleicht ein bisschen zu spät zu kommen oder gerade rechtzeitig. Und dann komme ich mit ausgeschaltetem Mikro mal rein und höre dann einfach mal zu. Also es ist nicht so, dass ich da heimlich drin wäre. Und was dann passiert ist, die Klasse unterhält sich, so wie sie das auch in der Pause oder im Flur tun würde, ein bisschen. Also das verstanden in Geografie und dann sagen sie, nein, bei mir war die Auflösung so schlecht, ich habe die Präsentation nicht richtig gesehen. Also es gibt eine Präsenz der Klasse, ohne dass ich jetzt einen Input gebe, sondern ich warte mal ab und dann irgendwann sagen sie, ah, hallo Herr Wampfler, Sie sind auch da und dann sage ich, ja, ich bin auch da, wie geht's Ihnen? Und dann irgendwann beginnt es dann so. Und ideal wäre, das habe ich auch mit Monika Stiller diskutiert, dass zeige ich dann auch gleich das Video. Ihr könnt hier dann draufklicken, wenn ihr das nochmal anschauen möchtet. Nein, ich habe es nicht mit Monika Stiller diskutiert, sondern mit Priska Fuchs, Entschuldigung. Ich habe es mit Priska diskutiert, diese digitalen Pausen und dass man versucht, vielleicht auch Anlässe zu schaffen, in denen informeller Austausch möglich ist, ohne
dass das jetzt mit Schule und Lernen direkt zu tun hat. Eine Klasse bei mir hat einen Gaming-Kanal eingerichtet, wo sie zusammen ganz einfache Online-Spiele spielen, wo alle da sind. Und sowas ist enorm wertvoll. Aufgaben geben, die die Schülerinnen und Schüler eigene Wege gehen lassen. Ich habe kürzlich ein Beispiel auf Twitter gesehen, wo jemand gesagt hat, lest dieses Buch und fotografiert euch jetzt diese Woche einmal, wie ihr das lest, ohne dass man euer Gesicht sieht. Und dann gab es ganz viele kreative Lösungen der Klasse, wie die jetzt diese Aufgabe gelöst haben und haben alle einen eigenen Weg gefunden, um sich dem Problem anzunähern. Und das ermöglicht dann auch dieses informelle Lernen, vielleicht auch mit der Familie oder mit den Menschen, mit denen man zusammenlebt, zu Hause. Vielleicht auch ein kleiner Austausch, wie machst du das, wie könnte ich das machen. Das heißt, versucht dann auf starre Standards und unflexible Anleitungen zu verzichten. Also versucht nichts zu machen, was so Step by Step macht, es so und dann so und dann so. Weil die Gefahr ist, dann habt ihr nur dieses Formale. Und ihr verliert das ganze Potenzial des informellen Lernens und versucht Aufgaben zu geben, bei denen dann letztlich richtig ist, was funktioniert gerade in dieser Situation, in der auch die technischen Voraussetzungen bei den Schülerinnen und Schülern enorm unterschiedlich ist. Das heißt, was im einen Haushalt, was jetzt bei mir zu Hause mit vielen Büchern und vielen digitalen Geräten und schnellem Internet, was hier funktioniert, ist nicht dasselbe, was in einem ganz anderen Haushalt jetzt da 2 Kilometer weiter drüber, was da funktionieren könnte. Ich danke fürs Zuschauen, freue mich über Feedback, über Inputs und bis zum nächsten Mal.